Ja, guten Tag. Dass ich hier auf alten Tage noch Reactions machen muss, grausam. Schätzelein, ich weiß nicht, ob die Luft bei euch in Hamburg anders ist wie auf der restlichen Welt, aber du solltest versuchen, die einzuatmen und nicht in dein Hirn zu pumpen. Wenn man bei Google guckt, was ist ein Streitwert, was ist ein Gegenstandswert? Da gibt es übrigens eine Formel für die Schlauen, 12,8% vom Streitwert ist in der Regel, das wird an Gerichts- und Anwaltskosten anfallen. Es gibt aber noch ein kleines Upgrade, ich habe euch das ein paar Mal gesagt, auch wenn man ein bisschen begriffsstutzig ist und ein bisschen Baller und neben der Schiene ist und große Schnauze hat und das alles so total feiert und Gewinner ist und solche Sachen. Ich habe es gerade auf Telegram schon geschrieben. Viele dieser, nennen wir es mal Irrtümer, die lassen sich über eine Eingabe bei Google relativ einfach lösen. Gerichtskosten, was ist das? Gegenstandswert, was ist das? Ich muss das nicht bezahlen. Ich weiß ja nicht, wie doof ihr seid. Das ist einfach nur der Wert. Was bekommt der Anwalt, was bekommt das Gericht? 12,8%. Man kann das jetzt zusammenrechnen, 9.500 Euro, machen wir 10.000. 12,8% mal 2. Das Gericht möchte das gerne haben und der Anwalt möchte das gerne haben. Hätte ich jetzt noch einen Anwalt genommen, wären das sogar dreimal. Zweimal Anwalt, einmal Gericht. Kann ganz schön teuer werden, so eine Klage. Es gibt aber eine charmante Nebensächlichkeit bei solchen Sachen. Ja, natürlich, das ist total, man kann einen Sieg feiern. Ihr habt da den totalen Mega-Sieg hingelegt. Aber ich habe ganz oft gehört, traurig und irgendwie auch, man ist schon boshaft, bösartig unterwegs, wenn man jeden Monat seine scheiß Raten für einen Anwalt zahlen muss. Was hat denn der Spaß bei euch gekostet? Ich habe von so einer komischen Anwältin aus, ich meine, die kam auch aus irgendwie aus Hessen oder so, habe ich Briefe bekommen, die hat immer geschrieben, was das gekostet hat. Verfahren 1, knapp 1000 Euro, Verfahren 2, knapp 1000 Euro, Verfahren 3, knapp 1000 Euro. Dann war noch hier der kleine abgebrochene Verfahren 1, 1000 Euro. Ihr stottert das ab, rafft ihr das nicht, ihr zahlt unterm Strich mehr wie ich. Ich zahle nämlich nichts, keinen verschissenen Cent zahle ich auf diese Nummer. Da ich Schulden habe, das habe ich von vornherein erklärt, könnte jetzt sogar noch eine ganz interessante Situation entstehen, da die streitgegenständliche Partei, nämlich ihr, gewusst habt, dass das ins Leere läuft, tragt ihr sogar mein Prozessrisiko. Das heißt, das, was ich zu zahlen hätte, kann demjenigen, der Kohle hat, auf die Füße fallen. Und dafür werde ich sorgen. Das habe ich von vornherein gesagt. Ich zahle keinen einzigen Cent und jetzt halt doppelt. Und ja gut, ein bisschen Strafgeld, das ist natürlich ärgerlich, aber noch einmal, das ist mir Latte. Ihr könnt noch 5 von den Dingern schicken, ist mir scheißegal. Ihr zahlt jeden Monat brav eure Raten, mit Tränen in den Augen werdet ihr an mich denken und sagen, scheiße, hätte ich doch mal nicht getan. Und nochmal, ich habe noch ein paar Sachen auf der Pfanne, die ihr noch nicht kennt. So, in dem Sinne, ich wollte mich nochmal kurz gemeldet haben, ne? Es gibt noch nichts zu feiern. Also jedenfalls nicht bei euch.